Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir über die Investitionsschwerpunkte für deutsche Online-Shop-Betreiber in den nächsten 12 oder 18 Monaten. Bei mir ist die Susan Rönisch, Analystin von iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf. Ich bin iBusiness-Herausgeber. Schön, dass Sie sich wieder eingewählt haben. Susan, wir haben eine Studie gemacht. Also du hast die Studie gemacht. Wie entwickeln sich denn die Shop-Investitionen in Deutschland? Was sagen Sie denn? Erstens, die Lage ist super. Also wir haben abgefragt, Anfang April haben wir eine Umfrage gemacht und da haben wir quasi 19 Punkte abgefragt, also Tools und Geschäftsfelder. Und da mussten die Shops angeben, ob sie mehr oder weniger investieren. Genau. Und grundsätzlich kam daraus, dass, ich glaube, es waren 47% schon die Tendenz gesagt haben, also knapp jeder zweite, wir erhöhen unser Invest. Die andere Hälfte, auch um die 45%, hat gesagt, die Investitionen bleiben gleich und nur ein kleiner Prozentsatz, unter 10%, haben gesagt, naja, wir fahren das ein bisschen zurück. Also die Lage ist super. Das entspricht aber etwa auch den Vorjahren. Ne? Da war das Verhältnis in den Vorjahren. Das heißt, Gesamtvolumen der Investitionen hat sich so in den letzten 2 Jahren nicht so furchtbar viel geändert. Nein, im Gegenteil. Also, ja. Die interessante Frage ist ja, wo investieren denn Shops rein? Dieses Jahr ist rausgekommen, dass es 4 Investitionsschwerpunkte gibt. Das ist einmal das Sortiment, das ist aber auch schon in den letzten Jahren so gewesen. Dann ins Design, also ins Frontend. Dann haben wir noch die Online-Werbung und Prozessoptimierung. Das sind, da sagt deutlich mehr als jeder zweite Shopbetreiber. Also hier erhöhen wir. Und es machen generell machen es ja sowieso fast alle. Und worauf führst du das zurück? Warum investieren so viele Online-Shops in Sortiment und Prozessoptimierung und solche Dinge? Im Moment ist ja vollkommen klar, das ist ein hoch wettbewerbsintensiver Markt und dann muss man natürlich das Sortiment aufstocken, obwohl es natürlich nicht darum geht, jetzt Generalist zu sein, sondern sich vielleicht eher eine Nische zu suchen und dort möglichst breit diese Nische zu bedienen. Also so weit erstmal denke ich, was Sortiment betrifft. Prozessoptimierung ist natürlich auch klar, also was im Moment überhaupt nicht geht, ist, dass es irgendwo Ausfälle gibt. Ob das jetzt beim Checkout oder sonst wo ist. Also die Prozesse müssen einfach reibungslos auch Cross-Channel, also was mobil betrifft, das muss einfach reibungslos laufen, sonst sind die Leute weg. Mit dem Webdesign ist es, kann man nur sagen, die Vielzahl der Shops, man muss sich unterscheiden. Und da geht es wahrscheinlich auch weniger darum, einfach hip und total toll auszusehen, sondern dass man wirklich ein gutes Einkaufserlebnis schafft, was klar strukturiert ist, weil sonst ist der Nutzer weg und ja, klar, deswegen fließen hier die Gelder. Also ich finde das ja schon auch spannend. Also wir wissen ja, einzelne Shops haben ihren Umsatz verdoppelt, also irgendwie 30%. Also die Zahlen im E-Commerce sind ja enorm hoch. Also gerade in dieser Corona-Lockdown-Zeit, dass es eben unheimlich viele Menschen gibt, die zusätzlich jetzt inzwischen online einkaufen. Das ist ja, das wissen wir ja, das sagen ja Zahlen vom IHI, das sagen im Prinzip alle Fragen, BEVH, das geht alles hoch. Also, was haben die Shops wohl gemacht oder was machen sie? Sie nehmen Zeug ins Sortiment auf, das bisher entweder per Präsenz verkauft wird. Das heißt, ich muss natürlich Dinge vorrätig halten, die vielleicht online bisher nicht so oft nachgefragt worden sind. Das ist eigentlich logisch. Und das andere, Prozessoptimierung zu sagen, wenn ich auf einmal ein Drittel mehr Kunden habe oder ein Drittel mehr Pakete schnüren muss, dann muss ich natürlich gucken, dass ich in die Prozesse auch investiere. Also das scheint sich jetzt für mich
durchaus logisch anzuhören. Die Frage ist ja, ist das jetzt alles ein Corona-Ausrutscher oder ist das eine kontinuierliche Entwicklung? Was ist so deine Einschätzung? Also meine Einschätzung bei den Investitionsschwerpunkten ist, mit Sicherheit ist das gerade, erlebt das durch Corona nochmal einen Push, aber das sind wie in den vergangenen Jahren eigentlich die Hauptschwerpunkte. Das heißt, das sind einfach Prozesse oder Geschäftsfelder, auf die kontinuierlich an denen geschraubt und Feintuning betrieben werden muss. Also das, ich denke, das wird sich die nächsten Jahre vielleicht nicht ganz in der Größenordnung, aber das wird einfach so bleiben. Also das sind einfach fortlaufende Prozesse. Jedes Jahr gibt es was Neues, was man machen muss in diesen Bereichen und das, ich nehme an, das wird anhalten. Das ist nicht nach Corona einfach weg, obwohl vielleicht insgesamt das Investitionsniveau ein bisschen absinken könnte. Also wir haben ja nicht gefragt in Euro, wie viel das ist, sondern wir haben ja im Prinzip auf zwei Achsen das abgefragt, nämlich einmal, wie oft nach oben, wie oft setzt ihr eigentlich irgendetwas ein? Und die zweite Achse, wo haben die Leute gesagt, da werden sie mehr investieren. Und wenn man jetzt sich, ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich habe mal diese einzelnen Punkte, die wichtigen so ein bisschen farblich markiert. Also wenn man hier sieht, ganz oben in der Ecke, der hellblaue Punkt, das ist das Sortiment. Und wenn ich jetzt um die Jahre zurückgehe, das sind dieselben Studien, die wir gemacht haben, dann sieht man in dem Jahr 2019 Sortiment so im oberen Drittel und das und dann wandert das quasi rüber. Das heißt, das Thema Sortiment ist etwas, das ist nicht Corona-abhängig, sondern das wird für den Shop, für alle Shop-Betreiber eher wichtiger. Wenn ich mir das jetzt woanders angucke, also schaut man mal, was weiß ich, den gelben Punkt, das ist da die Online-Werbung, da gibt es jetzt also eine überschaubare Verschiebung. Also generell sieht man, dass die wichtigen Sachen, dass da momentan auch deutlich mehr Geld ausgegeben wird. Aber ansonsten sind die Verschiebungen tatsächlich nicht notwendigerweise Corona bedingt, sondern zum großen Teil ist eben Corona das, was den Auslöser gibt, auch in diesem Jahr Geld in die Hand zu nehmen. Für wen ist denn das jetzt gut? Also heißt das jetzt, die Agenturen sollen jetzt losgehen und Akquise machen oder die Softwarehäuser oder? Nein, also für die Agenturen ist natürlich nach wie vor, das hat auch das Wirtschaftsklima gezeigt, die haben eine hohe, sehr hohe Erwartungen an das E-Commerce-Geschäft und im Grunde bestätigt sich jetzt das, was die Agenturen sowieso erwarten. Das heißt, es gibt genügend Bestandskunden, die einfach an verschiedenen Punkten Optimierungsbedarf haben und genau, und wer natürlich auch profitiert, das sind die Softwarehäuser, also die Shopsysteme anbieten. Also da gibt es im Moment, und das wird Corona-bedingt sein, gibt es einen großen Bedarf. Das sind die profitieren. Also was wir gemerkt haben, und wir machen ja unterschiedliche Studien, wir haben uns ja auch angeguckt, wo die Shopsysteme momentan unterwegs sind, beziehungsweise wo die installieren. Also man sieht das, dass an ganz vielen Stellen, egal wo wir da jetzt die Messfühler reingelegt haben, stellt man fest, gerade in diesem E-Commerce-Umfeld geht das ich würde jetzt mal die zweite Welle der Professionalisierung. Also die erste Welle war zu sagen, ich habe jetzt ein Shop-System, ich habe jetzt im Prinzip, das funktioniert alles, ich habe mein Online-Marketing-System. Damit mache ich sozusagen mein Tagesgeschäft und jetzt stelle ich fest, jetzt steigt die Frequenz, jetzt werden die Anforderungen werden komplexer. Ich muss also unterschiedliche Kanäle bespielen, ich muss unterschiedliche Zielgruppen bespielen, ich muss ein größeres Portfolio abbilden. Also
Wechseln auch Shop-Betreiber zunehmend auf größere Systeme, auf Enterprise-Lösungen, also auf Lösungen, die nicht mehr so mit der heißen Nadel gestrickt sind, jetzt nicht, sondern wo dann auch eine PIM-Anbindung dran ist, ne? Also oder ERP-Schnittstellen oder was auch immer. Das heißt, der Shop, der ja eigentlich immer der Kristallisationspunkt einer digitalen Transformation ist, wird immer noch wichtiger, weil wir reden ja nicht nur über Pure Player, also nicht nur über Online-Shops, die nur online machen, sondern wir reden ja auch über Cross-Channel-Händler, also ein klassischer Filialist, der jetzt sehr viel mehr online macht. Und ich stelle fest, da gibt es auch noch einen ganz, ganz großen Nachholbedarf. Das ist mir bei einem der 20 größten deutschen Online-Shops neulich so passiert, aus eigenem Lidl, ein Riesenladen. Ich habe ein Zubehörteil versucht zu bestellen, das haben die outgesourced. Die Prozesse, die haken, die ösen, die holpern, das funktioniert nicht hinten, nicht vorne. Sobald das mal so ein bisschen unüblich sind, die haben ja eine hohe Frequenz von ihren Non-Food-Waren. Da sieht man, da hat also ein Lidl, der Milliardenumsatz macht, in vielen Ländern unterwegs ist, die brauchen dringend noch Unterstützung, weil die Prozesse dahinter nicht sind. Und das geht ja, denke ich, an vielen Stellen so. Und das zeigt auch einmal mehr die Studie, die wir da gemacht haben, dass es für alle, die digital Dinge anbieten, nach wie vor ein Riesenmarkt ist und die Shop-Betreiber tatsächlich auch investieren müssen und investieren werden und auch investieren wollen. Immerhin über 90% sagen, also sie machen mehr oder gleich viel. Also das heißt, die nehmen allesamt Geld in die Hand. Der Markt wird uns also in den nächsten Jahren wohl noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Die Links und alles, was dazu geht, stehen unten bzw. oben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Servus.